1797 schlägt Professor Alois Hirt dem preußischen König Friedrich Wilhelm II. Vor, ein Museum für Kunstschätze zu errichten. In einer Kabinettsorder bestimmt König Friedrich Wilhelm III. 1810 eine Kunstsammlung anzulegen. Ab 1830 wurde diese Idee einer öffentlichen Kunstsammlung verwirklicht. Das alte Museum entstand bereits 1830. Die alte Nationalgalerie wurde 1876 fertiggestellt. Das danebenliegende neue Museum feierte seine Eröffnung 1859. Das Bode-Museum folgte 1904. 1930 rundet das Pergamonmuseum den Museumskomplex ab. Beim Eintritt in das Pergamonmuseum treffen wir zuerst auf das Ischtar-Tor, ein rekonstruiertes Stadttor von Babylon. Mehr über die Ausgrabungen von Milet erfährst du in meinem Clip auf YouTube Milet Reisevideos. Das Markttor von Milet ist ein römischer Torbau aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. In meinem Clip auf YouTube Reisevideo Troja Pergamon erfährst du mehr über die Ausgrabungen in Pergamon. Der Pergamonaltar ist ein monumentaler Altar, der unter König Eumenes II. In der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts vor Christus auf dem Burgberg der kleinasiatischen Stadt Pergamon errichtet wurde. Das Museum für islamische Kunst befindet sich im Pergamonmuseum. Das Museum sammelt die Kunst islamischer Völker vom 8. bis ins 19. Jahrhundert aus dem Gebiet zwischen Spanien und Indien. Die Mushatta-Fassade ist die mit Reliefs bedeckte Fassade der jordanischen Wüstenresidenz Mushatta aus der Mitte des 8. Jahrhunderts. Das Aleppo-Zimmer ist die Vertäfelung eines Empfangraumes aus einem Wohnhaus in Aleppo. Es ist neben der vorhergehenden Steinfassade von Mushatta das Prunkstück des Museums für islamische Kunst.